Moin Leute, willkommen hier zu einem neuen weiteren sexy Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt an euren Empfangsgeräten, meine Damen und Herren. So, und ja, hier habe ich jetzt mal ein paar Fragen stehen, denn ich habe ja, vielleicht können sich ja manche von euch noch daran erinnern, Anfang diesen Jahres gesagt, wisst ihr was, dieses Mal gibt es noch ein Q&A-Video von mir. Und ja, da kamen ja ein paar Fragen zusammen, insgesamt 4 Stück. Ja, das waren aber eindeutig zu wenig für ein Q&A-Video. Jedenfalls habe ich das ganz groß angekündigt und das Q&A-Video kam nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe letztens auf Instagram was hochgeladen in der Story. Ein paar Fragen für YouTube. Und ja, da kamen ein paar Fragen extra von meinen Abonnentinnen und Abonnenten. Von Instagram kamen ein paar Fragen zusammen. Ich habe dann noch die anderen 4 Fragen, die in den einen Ankündigungsvideo zu den Q&A, was schon Monate her ist, habe ich jetzt zusammengewurschtelt und ja, daraus machen wir jetzt mal das hier. Also, ihr könnt das sehen als mein erstes Q&A-Video, ja. Damit herzlich willkommen. Ja, kommen wir mal zur ersten Frage. Was ist besser, Adidas oder Nike? Ist mir scheißegal. Solange die Schuhe lange halten und die für mich sehr bequem sind, alles in Ordnung. Ist mir scheißegal, welche Marke das ist, ja. Also Schuhe, was das jetzt genau für eine Marke ist, interessiert mich nicht. Solange sie passen und ihre Funktionen nachkommen, ja, ist alles eigentlich in Ordnung. Guckst du Fußball? Ja, ich gucke gerne Fußball. Aber nicht so Champions League oder sowas, damit kannst du mich nicht reizen, sorry. Dritte Liga, damit kannst du mich reizen. Da gucke ich gerne hin, also dritte Liga in Deutschland, dritte Bundesliga. Nennt man das so? Ja. Aber die meisten kennen es ja eh nur als dritte Liga. Das gucke ich gerne. Ja. Gut. Jetzt kommen 2 Fragen von den YouTuber Clash Katze. Grüße gehen hiermit raus, mein Lieber. Kannst du programmieren? Ich glaube, mit dieser Frage meinst du, ob ich Programme oder ganze Spiele programmieren kann. Und die Antwort ist, nein. Ich habe es mal selber probiert, krampfhaft, aber ich habe irgendwann mitbekommen, nee, es ist nichts für mich. Ja, da muss man so viel nachdenken und berechnen und hau mich tot. Ist halt nicht für jedermann was, ja, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Schön für die Leute, die es können. Ich kann es, wie gesagt, nicht. Ja, also nein, ich kann nicht programmieren. Und deine nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsspiel? Also von den großen oder von den größeren Titeln war das einmal die Stalker-Reihe, ein Ego-Shooter, für die, die es nicht wissen, von GSC Game World, die sitzen in der Ukraine. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel so etwas wie Anno. Die Anno-Serie ist richtig gut, außer 2077. Das war kacke. Also hier dieses Anno, was in der Zukunft da spielt, oder 2177. Was weiß ich, ist mir scheißegal. Ja, dieses Zukunfts-Anno, das lasse ich mal aus der Timeline raus. Das existiert in meinen Augen nicht. Das war mal was anderes, aber es war dumm. Aber ansonsten Anno-Reihe und das. Und ja, ansonsten so gut wie jedes Indie-Spiel. Naja, außer Red Prison, aber das... Gut, darüber brauchen wir hier nicht reden. Ihr habt ja letztens mein Let's Play dazu gesehen und ich bin immer noch ziemlich hart enttäuscht und dafür habe ich 1 Euro ausgegeben. Meine Fresse, damit hätte ich mir ein anderes schönes Spiel kaufen können. Danke nochmal dafür, Mike. Danke, Arschloch. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit deine Fragen beantworten. Auf zur nächsten Frage. Machst du auch AAA-Games Let's Play? Also, ob ich Let's Plays zu großen Spielen mache? Und die Antwort darauf ist nicht wirklich. Also, eigentlich gar nicht mehr. Ich habe es mal probiert. Und den letzten größeren Titel, den ich hier auf diesem Kanal hatte, war 1, 2, 3. Fallout Shelter, ja, das war ein Spiel, ein kostenloses Spiel aus dem Fallout-Universum und naja, nach 3 Folgen und einer Kritik dazu ist das Ding eingestellt worden, in meinen Augen. Hat bis jetzt immer noch nicht meinen Augen dafür eine
komplette Existenzberechtigung, ja. Dementsprechend, also große Spiele werdet ihr hier nicht mehr sehen. Ich werde weiterhin so kleinere Spiele, so Indie-Spiele hier let's playen. Ich finde, die haben eine Berechtigung, das ist das Erste. Und das Zweite, warum sind Indie-Spiele besser? Ich finde, Indie-Spielentwickler geben sich wenigstens noch Mühe, dass ihr Spiel noch gut ist, ja. Sie machen ihre Werbung dafür selber, etc. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt tausende gute Indie-Spiele, aber nur eine Handvoll von guten AAA-Spielen zurzeit. Dementsprechend 1 zu 0 für die Indie-Spiele. Und nein, ich werde jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren keine neuen AAA-Spiele mehr let's playen, weil, wie gesagt, lohnt sich einfach nicht. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wann kommen wieder Reaktionen-Videos? Ja, muss ich gucken. Ich habe zwar jetzt eins gerade so ein bisschen im Blick, ja. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt gucken. Das dauert jetzt erstmal noch ein bisschen, ja. Außerdem muss ich ja noch, ihr wisst ja alle, die Sache mit Artikel 13 muss ich auch noch so ein bisschen gucken. Ja, wie sieht es da aus, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, also bevor ich hier gestrackt werde, gucke ich lieber, wie es rechtlich noch ein bisschen aussieht. Aber ansonsten, wenn dir nichts wirklich im Wege steht, dann ja, mache ich das doch gerne. Dann, wenn auch demnächst wieder ein paar Reaktionsvideos kommen. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Frage weiterhelfen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Warum zockst du nur Demos und Indie-Spiele? Das habe ich eigentlich gerade erklärt. Demos zocke ich auch aus einem anderen Grund, weil die meisten Demos, die ich zocke, zocke ich komplett blind. Ja, also die sind komplett blind. Und ich möchte mich auch selber von dem Spiel erstmal so ein bisschen überzeugen. Mit euch ein bisschen Spaß haben, etc. Also, falls ihr denn die Projekte auch feiert und Indie-Spiele, wie gesagt, sind von kleinen Entwicklern. Da ist aber eine Menge Herzblut drin. Was man bei Firmen wie zum Beispiel EA oder BioWare oder so, wo man schon so das Gefühl hat, wo ist da eure Liebe? Oder Blizzard ist das beste Beispiel. Ich sage nur mit Diablo Immortal. Das war wirklich ein schlechter April-Scherz von euch. Ja, also ganz ehrlich, man merkt auch, wie gesagt, bei den größeren Spielehersteller oder sogar Spieleverleger, da ist nicht mehr so das Herzblut drin. Was einfach bei den Indie-Entwicklern einfach noch drin ist. Die haben noch so nicht nur Feuer in den Augen, sondern auch noch Hummeln im Arsch. Ja. Die zaubern euch manchmal wirklich grandiose, geile Spiele. Da denkst du, ja, warum soll ich denn 50 Euro für einen Vollpreistitel ausgeben, wenn er am Ende doch Kacke ist? Das Geld kann ich doch nehmen und in mehrere Indie-Spiele investieren. Dann kriegen wenigstens die, die es hergestellt haben, kriegen wenigstens noch ein bisschen Geld für ihre ehrliche, harte Arbeit. Das ist meine Meinung dazu. Und ja, es werden demnächst auch mal wieder ein paar Let's Play-Demos kommen oder Let's Plays über Demos. Ja. Da muss ich aber mal wieder gucken. Ich hatte jetzt oder wollte jetzt nochmal ein Demospiel anzocken, aber ja, ihr kennt ja auch so ein bisschen mein Glück mit Demospielen. Manchmal funktioniert es mit denen nicht. So wie in diesem Fall. Aber egal. Gut. Ja, das waren jetzt alle Fragen, die mir gestellt wurden. Hier auf YouTube, aber auch auf Instagram. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bedanke mich natürlich für eure Fragen. Und ich hoffe, ihr könnt was mit meinen Antworten anfangen. Ja. Ich hoffe, ihr habt denn jetzt mal ein bisschen mehr über mich erfahren. Ja. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden, denn ihr seid die Besten und ich bin euer Hermann. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, was auch schon wieder diese Woche kommt. Ja, denn es wird eine neue weitere Folge von Gut zu wissen geben. Das kann ich hiermit schon mal ankündigen. Ich weiß, sie sollte eigentlich schon letzte Woche kommen, aber da ist mir noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Es sei mir bitte hiermit verziehen. Na dann, bis dann. Ciao.